Herzlich willkommen in der Filiale Eslan. Bis bald in deiner persönlichen Online-Filiale. Hurra, hurra, die Schule brennt. In der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar quillt Rauch aus den Fluren. Die Feuerwehr rückt an. Hydranten werden angeschlossen, Schläuche ausgerollt und verbunden und dann heißt es auch schon Wassermarsch. Doch keine Panik. Das ist so gewollt und inszeniert. Die Gemeindejugendfeuerwehren des Marktflecken Villmar treffen sich an diesem Morgen zu einer gemeinsamen Großübung. Ausgangspunkt ist die Feuerwache in Villmar. Die Leiter der Jugendwehren werden vom Gemeindejugendfeuerwehrwart Torben Thorn in das Übungsszenario eingewiesen. Ihr kommt bestimmt da rein, aber ob wir rauskommen, das liegt dann am Beispiel am Fahrer. Ja. Die Jugendfeuerwehren aus Weiher, Seelbach, Falkenbach, Aumenau und Villmar versammeln sich hier in der Villmarer Feuerwache und warten auf ihren Einsatzbefehl. Was genau auf sie zukommt, liegt für sie noch im Ungewissen. Wir wissen, dass wir wegfahren. Aber wohin denn? Das wissen wir nicht, wohin. Wie läuft die denn ab, so eine Übung? Wir fahren dahin, dann werden wir Gruppen eingeteilt. Die nutzen ja immer so Sandpuppen und so. Und dann müssen wir auch so Sandpuppen und so tragen. Und so richtig Feuer löschen? Nein. Nee, das leider noch nicht. Wie ernst ist das für euch dann, wenn ihr das da macht? Ist das mehr Spaß? Also einerseits macht es halt Spaß, andererseits muss man sich halt im Klaren sein, dass es irgendwann wirklich mal so ein Ernstfall sein kann. Ja. Jetzt heißt es, fertig machen zum Abrücken und Aufsitzen. In der Zwischenzeit kontrolliert Torben Thorn am Leitstand auf dem Schulhof, ob auch alles nach Plan funktioniert. Gut, dann gehe ich nochmal vorne, Kugelschlüssel habe ich und schaue nochmal nach, ob die Örtlichkeiten offen sind. Die Villmarer und Aumenauer Jugendfeuerwehr wird in diesen Räumen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Das ist der arme Kerl, den Sie nachher retten müssen. Dann machen wir hier mal zu, damit wir hier realistische Bedingungen haben. Ja. Also die Kinder lernen bei uns auch schon, wie man halt als Atemschutzgeräteträger in so einen Raum reingeht. Ne? Wie man den absucht, dass man hinter die Türen guckt. Und entsprechend da durchkrabbelt und eben Leute sucht. Ja. Und das simulieren wir halt hier, indem wir dann mal eine Tür zumachen und mal eine Tür öffnen lassen und wie gesagt alles ein bisschen verrauchen. Mhm. Ja. Mittlerweile sind die ersten Fahrzeuge angerückt. Hier am Einsatzort werden die Aufgaben verteilt. Achtung, vorwärts, folgende Lage: Wir haben einen Brand in den Gebäuden der Schule. Villmar geht vor als Angriffstrupp. Unsere Aufgabe ist zunächst Wasserversorgung herstellen. Also Wasserentnahmestelle, Unterflurhydrant, dort drüben das Schild. Hydrant mitten auf der Straße, dann B-Leitung Richtung Villmarer Fahrzeug. Und auch schon bei der Jugendfeuerwehr kennt jeder die zu erledigenden Handgriffe erstaunlich gut. Also das ist so das Handwerkszeug, was Sie hier erlernen. Im Prinzip ist es so, dass die Jugendfeuerwehrleute, wenn sie ins entsprechende Alter kommen, eigentlich direkt mit einem Grundlehrgang dann in die Einsatzabteilung wechseln können. Das heißt, sie machen noch einen Grundlehrgang. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Jugendfeuerwehrleute, die das mit 16, 17 schon Grundlehrgang machen dürfen, sich oftmals sehr viel leichter tun als Quereinsteiger mit solchen Themen. Ne, weil sie es einfach von der Pike auf lernen. Ne, die wissen, was ein B-Schlauch ist. Die wissen, wie groß der ist, wie viel Wasser da durchläuft. Die wissen auch, wie man einen Hydranten aufbekommt, wie man da Wasser rauskriegt. Nein! Oder wie man eine Pumpe bedient. Das sind alles Dinge, die die natürlich schon in der Jugendfeuerwehr lernen. Und das bringt natürlich vieles, wenn man das schon alles weiß, um dann auf den Lehrgang zu gehen. Also hier geht es natürlich im Speziellen darum, dass die Jugendlichen auch das Teamwork lernen. Also wir üben ja hier mit 5 Ortsteil-Jugendfeuerwehren zusammen.
Und das ist halt auch wichtig für das spätere Feuerwehrleben, weil auch da ist es so, dass wenn ein Feuer irgendwo ist, in der Regel mehrere Feuerwehren zusammenkommen und da muss natürlich auch die Zusammenarbeit funktionieren. Und das ist im Prinzip der Lerneffekt hier, dass man zusammen eben ein Feuer löschen muss oder Personen retten muss. Und ja, das ist eigentlich der Haupteffekt von so einer Gemeinschaftsübung. Die Aumenauer Jugendfeuerwehr kümmert sich um die Wasserversorgung. Derweil betritt bereits der Atemschutztrupp der Villmerer Jugendfeuerwehr diesen stark verrauchten Flur der Schule. Hier gilt es, Menschenleben zu retten. Auch dieses geschieht, von einer kurzen Schrecksekunde abgesehen, sehr professionell. Und jetzt? Ja, komm, raus hier! Ich will rausholen. Komm hier! Und hier. Wir heben den einfach. Alle anwesenden Wehren sind nun mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der junge Maschinist beobachtet die Anzeigen der Manometer- und Füllstandsanzeiger der Pumpen und Wassertanks. Ist voll, beziehungsweise Wassertank ist voll und die Anzeige ist komplett voll. Ja, also man sieht ja, es läuft ja wie am Schnürchen, hätte ich fast gesagt. Also die Jugendlichen sind auch mit Spaß bei der Sache. Das ist mir das Wichtigste an der ganzen Aktion. Natürlich ist für uns auch wichtig, dass wir die Jungs und Mädels hier auch vorbereiten auf einen späteren Einsatzdienst. Also wir sind ja sozusagen die Kaderschmiede für die Einsatzabteilungen in den Feuerwehren. Menschenleben sind gerettet, der Brand bekämpft. Jetzt wird es für die Jugendlichen richtig unbequem, denn es geht ans Aufräumen. Das, was zu Hause selten funktioniert, wird hier aber ebenso professionell ausgeführt wie die eigentliche Brandbekämpfung. Da ist jetzt keine Mutti, die kommt und die Schläuche einräumt. Das gibt's hier natürlich nicht. Also die müssen schon auch nach der eigentlichen Arbeit dann noch ihre Sachen wegräumen. Die Übung endet im Prinzip erst dann, wenn alles wieder im Auto verstaut ist und das Auto wieder vollständig im Stützpunkt steht. Ja? Und das müssen sie natürlich auch lernen, ganz klar. Ja? Und da müssen auch alle anpacken. Also hier wird nicht geduldet, dass einer in der Ecke steht und wartet, bis die anderen fertig sind. Das gibt es auch nicht bei uns. Sag mal, was ist denn schlimmer, aufräumen zu Hause oder aufräumen bei der Feuerwehr? Zu Hause. Zu Hause. Wieso das denn? Alleine. Ja. Hier weiß man, was man machen muss. Freunde. Ah. Hier hat man die Freunde und man kann sich gegenseitig helfen und zu Hause ist man halt alleine. Ja, man gewöhnt sich dran. Ja. Irgendwann hat man so einen Lauf und dann geht es alles viel schneller. Dann macht jeder das, was er soll und dann geht das schnell. Ja, wenn jeder weiß, was er macht. Also bei der Jugendfeuerwehr im Speziellen sind wir natürlich nicht nur mit solchen Übungen dabei. Also die Jugendlichen machen natürlich hier ungefähr 50% ihrer Übungszeiten oder ihrer Zeiten, in denen die zusammenkommen, wirklich nur Feuerwehrtechnik. Die anderen 50% sind eher spielerischer Natur. Man macht Spieleabende, guckt auch mal einen Film zusammen, man fährt mal ins Kino, in die Eishalle, macht Ausflüge. Oder auch das Zeltlager, was immer sehr beliebt ist. Also wir fahren einmal im Jahr aufs Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Dieses Jahr ist es außerhalb des Landkreises Limburg-Weilburg in Niederneisen. Und das kommt immer sehr gut an, weil so ein Lagerleben, 4-5 Tage zusammen mit den Freunden und Kameraden aus der Jugendfeuerwehr in einem Zelthausen, das hat immer was ganz Besonderes und das gibt es auch nicht so oft. Und insofern, das sind schon die absoluten Bespaßer natürlich, ja. Die 35 Mädchen und 40 Jungen haben im letzten Jahr insgesamt 156 Stunden in die feuerwehrtechnische Ausbildung und 160 Stunden in die allgemeine Jugendarbeit investiert. An 33 Tagen waren sie im Zeltlager, auf Fahrten und Ausflügen. Es wird also nicht langweilig bei der Jugendfeuerwehr. In Windeseile ist wieder alles verstaut an seinem angestammten Platz und die Jugendfeuerwehren können wieder abrücken. Abschließend trifft man sich wieder in der Feuerwache Villmer zur Jahreshauptversammlung. Ja, und wir treffen uns hier einmal im Jahr, um unsere Jahreshauptversammlung zu machen. Und weil nur die Jahreshauptversammlung viel zu langweilig wäre, machen wir das immer zusammen mit einer kleinen Übung vorneweg. Hat es euch gefallen bei der Übung? Ja! Auf der Übung. Was macht denn euch besonders viel Spaß bei der Feuerwehr? Zusammenarbeit. Die Teamarbeit. Dass wir helfen können und ja. Und das Löschen. Ja. Das macht auch Spaß. Auch wenn wir manchmal nass werden, aber sonst macht es echt Spaß. Feuerwehrauto.
Das Ausräumen. Und das Jugendfeuerwehr-Zeltlager. Schläuche auslegen, es macht auch Spaß, oder gegenseitig zu helfen. Aber Schläuche einrollen macht überhaupt keinen Spaß. Das war eine schöne Übung, trotz wirklich widriger Verhältnisse. Also das heißt, wir können schon Jugendliche begeistern, nicht nur von der Playstation wegholen, sondern auch hier so was Sinnvolles tun in einer super Gemeinschaft, sodass es da auch Spaß macht.